heute ist ein ganz besonderer Tag. Es gibt heute den Jahresempfang der Marktgemeinde Lebring mit wirklich vielen Ehrengästen, mit vielen Ehrungen, vor allem mit vielen Neuigkeiten, was die Marktgemeinde anbelangt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen, denn es ist sehr interessant. Dieser Neujahrsempfang habe ich mir sagen lassen, ist ja etwas ganz Besonderes. Wir wollen unsere Neujahrsempfang natürlich auch dazu nutzen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bzw. des Vereinslebens der Marktgemeinde Lebring St. Margarethen besonders zu ehren. Dem Frauenchor Lebring St. Margarethen in Würdigung seines 40-jährigen Bestandsjubiläums Dank und Anerkennung auszusprechen. Herzlichen Dank, meine Damen. Dank und Anerkennung auszusprechen und das goldene Ehrzeichen der Marktgemeinde Lebring zu verleihen. Ihrer 22-jährigen verdienstvollen Arbeit in der öffentlichen Bücherei Lebring St. Margarethen Dank und Anerkennung auszusprechen und das silberne Ehrenzeichen der Marktgemeinde Lebring St. Margarethen zu verleihen. In Würdigung ihrer 24-jährigen Tätigkeit als Direktorin der Volksschule Lebring St. Margarethen Dank und Anerkennung auszusprechen und das goldene Ehrenzeichen der Marktgemeinde Lebring zu verleihen. Pfarrer Dr. Peter Brauchert, in Würdigung seiner 30-jährigen Amtszeit als Pfarrer und Seelsorger unserer Marktgemeinde und der Pfarre St. Margarethen, den goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Lebring St. Margarethen zu verleihen. Wir haben mittlerweile 2350 Einwohner, auch da entwickelt sich was. Mehr stolz bin ich auf die hervorragende Zusammenarbeit der südlichen Hengist-Gemeinden. Wir haben uns ja zur Bildungsregion Hengist zusammengeschlossen und wir können darauf verweisen, dass wir vom Kindergarten beginnend über die Volksschulen bis hin zur neuen Mittelschule Ganztagsbetreuungen anbieten können. Wir dürfen auch zu Recht behaupten, dass wir eine sehr hohe Bildungsqualität in unserer Bildungsregion und vor allem auch in der Marktgemeinde Lebring St. Margarethen haben. Wir sind als Schule sehr gefragt. Diese Aufgabe zu übernehmen, eine große Herausforderung und mit dieser Gemeinde eine sehr schöne Herausforderung. Ich wurde ausgezeichnet hier aufgenommen an diesem neuen Standort mit dem neuen Team, der ganzen neuen Umgebung, aber ich glaube, ich hätte es nicht besser erwischen können, das so herzlich wo empfangen zu werden und mit dieser Unterstützung zu arbeiten, macht wirklich Freude. Die Landesschule war auch sehr viel Wert auf die Umwelt, auf die inneren Werte gelegt wird und mit diesen Kindern zu arbeiten, ist wirklich schön. Es wird alles angenommen, die Unterstützung der Eltern ist auch noch sehr groß. Was bedeutet denn 5
Das sind quasi 5 Stufen in der Bewertung, bis wir 75% des Energiehaushalts erreicht haben. Die Macht im Handy Leben, sagt man, reden ist sehr dynamisch. Was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, partizipieren wir natürlich auch als Nachbargemeinde Langwied. Das Zugpferd des Bezirkes Leibniz, die Nachgemeinde Leben, St. Margarethen, hat es 2017 und 2018 wieder geschafft, die finanzstärkste Gemeinde des gesamten Bezirks zu werden. Wir haben in der kleinen Region Hengis, das sind ja die Nachgemeinde Leben, St. Margarethen, die Nachgemeinde Rundon, die Gemeinde Lang und die Gemeinde Hengsberg, seit vielen, vielen Jahren ein umfassendes Kinder- und Jugendangebot. Wir haben heuer das 10. Bestandsjubiläum der Kleinregion, gegründet 2004 mit dem Kulturpark. Dann war 2008 die Landesaufgabe per Gesetz, Kleinregionen zu schaffen. Für uns war es keine Pflicht, so wie für andere Gemeinden. Für uns war es die Kür, eine Kleinregion zu gründen, weil es halt quasi diese Anknüpfungspunkte aus dieser freiwilligen Zusammenarbeit von 5 Jahren davor gegeben. Für 2019 ist natürlich wieder der Plan, dass wir intensiv in Infrastruktur investieren. Vorrangig die neue Wasserleitung, also die, wir haben ja im Aufbau wieder eine Wasserleitung, die schon seit langem besteht. Auch auf dem EU-Vorweg, da haben wir die 700.000 Euro investiert. Wir wollen die Autobahnunterführung beim SZ-Klassen verbreitern. Das ist jetzt ein gemeinsames Projekt mit Dillwitsch und Lang. Das geht dann weiter runter bis zur Alten-Römerstraße. Die Alten-Römerstraße wird dann weiter auch asphaltiert bis zur Begegner-Rössler-Deiche. Das ist nämlich diese Straße, die wir dann brauchen, dass die Firma Sorge ansiedeln wird. Wir planen derzeit den kompletten Vollausbau, der auf dem Grundstück möglich ist, und werden dann, je nach Erfordernis, in einzelnen Bauabschnitten die notwendigen Gebäudeteile dazu bauen und erweitern. Und es ist auch eine Filiale geplant, wo man wirklich direkt in der Backstube einkaufen kann sozusagen. Wir haben eine Erlebnisbäckerei geplant, wo auch Kunden suchen können und direkt einen Blick in die Produktion werfen können. Der nächste Schritt sind dann die behördlichen Genehmigungen, und wenn es als erfolgreich abgewickelt worden ist, dann planen wir den Spatenstich und hoffen, dass wir das Anfang der 2020er Jahre auch soweit sind, dass die Beförderungsschaft eben, und für sie ändert sich das, die Auswirkungen für eben, dass wir im ersten Schritt mit 70 bis 100 Arbeitsplätzen in der Region sind, und es kann passieren, dass es zwischendurch noch zwischendurch wird.